Wird ja echt Zeit, diesen ganzen Kram mal wieder zusammenzubauen, oder? Mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Wie sehe ich denn schon wieder aus? Ja, ich will endlich mal mit meiner anderen CB1300 anfangen. Deshalb muss der Motor jetzt endlich mal wieder ans Stück kommen. Ja, willkommen bei Sams Channel. Ich glaube, ich bin sogar im Leerlauf. Ja, sehr schön. Ja. Wie war das doch gleich? Also, da gab es hier ein Hülschen, das ging da rein. So, gab es hier ein Hülschen, das ging da rein. Auf dieses Hülschen ging, glaube ich, dieses Hülschen. Und das war irgendwie so da drauf. Da gab es vorher noch das Ärmchen. Und dann gab es ja erst das Ärmchen. Erst das Ärmchen. Dann die Feder. Die leistet aber ganz schön Widerstand da unten. Vielleicht sollte ich die einfach erst drauf machen. Die Sauce. So. So, so ist die. Richtig. So. Jetzt sitzt es, glaube ich. Ja, genau. Jetzt hat es den Leerlauf gerastet. Schön. Ja, hier gab es so ein so interessantes Teil hier. Da gab es eine Feder und so ein Ding, das musste da so neben rein. Dann gab es so ein Teil. Das muss so rein. Nee, das ist falsch. Das muss mit der Vertiefung auf diesen Pfosten kommen. So. Und auf der anderen Seite muss es genauso. Wo ist das andere Ding? Hallo? Ah, hier. Hinter der Öldose. Und dann musste das irgendwie so da rein. Jetzt war irgendwie dieses Ding hier noch drüber. Da. So. 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 So war es doch, oder? Dann waren hier zwei Schrauben. Das könnte die gewesen sein und die gewesen sein. So. Nee, das waren diese zwei. Das waren die Innenschrauben, ganz klar. Habe ich noch eine Scheibe übrig und weiß nicht, wo sie hingehört. Das ist auch irgendwie doof. Nämlich die.
deshalb denke ich, dass die Scheibe da drunter muss. Vom Gefühl her. Passt die hier? Ja, ich weiß, ich sollte mir meine Filme einfach nochmal anschauen. Ja, die passt hier. Jetzt passt das besser. Jetzt kippelt es auch nicht mehr. Nee, das ist Käse. Man kann nicht irgendwo eine Scheibe hin tun, ohne genau zu wissen, wohin sie wirklich gehört. So geht's nicht. Man muss es schon so machen, wie es richtig ist. Ja, dann muss das Hebelchen nochmal raus. Das Ding so ein bisschen neigt, kann man das nämlich rausziehen, ohne diesen ganzen Mechanismus hier wieder zu verlieren. Ups. Hier kommt die Scheibe nämlich wirklich hin. Und zwar mit der scharfen Kante nach unten. So war es nämlich. Schön, wenn man mal nachgucken kann. So, jetzt habe ich es wieder in den Leerlauf geschafft. Ja, die Gänge gehen schon schwer ohne Öl. Schwerer als vorher. Alles klar. Gut, jetzt haben wir hier noch einen Passstift. Einer war, glaube ich, hier. Und dann geht dieser Deckel drauf. Eine Schraube mit Kupferring. Weiß nicht, wo die anderen zwei Schrauben sind. Sei es drum. Der Deckel ist erstmal zu. Die hier gehört wahrscheinlich zu diesem Deckel her. Aber die hier ist irgendwie abtrünnig da unten. Hier ist er auch nicht. Nein. Ja, die Nuckelwellen, die müssen hier auch wieder rein. Da kommen erst die Ventilkäppchen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich die irgendwie sinnvoll beschriftet habe. Nur ein bisschen, der Motor soll ja nicht laufen, sondern einfach nur ein bisschen geschmiert sein. So. Was haben wir denn hier? Hier haben wir E12. Toll. Einlass. Zylinder 1. Ventil Nummer 2. Was ist unten drunter? Oh. 1,1, genau. Okay.
Ich erinnere mich ganz dunkel. Also, Einlass ist hier. Zylinder 1 ist hier. Nummer 2 ist hier. Hier haben wir E22. Aha. Das ist also der hier. I, da steht I. I für Input, E für Exhaust. Das waren wir gerade wieder dumm gelaufen. Sehr cool. Ja, es ist einfach lange her. Aber auch daraus lerne ich, dass ich meine Beschriftung eindeutiger machen muss, dass ich sie mir vorher alle anschauen muss. Na also, die Tasselstößel sind schon mal versorgt. Irgendwie kann ich die Farbe auf den Dingern doch nicht ertragen. Weiß auch nicht. Auch wenn es eigentlich egal ist und auch wenn es eigentlich Quatsch ist. Ja, und die beiden Räder sind ja identisch und die müssen irgendwie zuerst eingefädelt werden und dann auf die Nockenwellen gestülpt. Weil sonst geht das irgendwie alles nicht. Jetzt habe ich die Steuerkette so festgehangen hier. So, also, wie gesagt, die zwei Dinger sind identisch, die Räder. Ich hoffe, wenn ich die jetzt nacheinander da rein tue, dass das funktioniert. Macht das ja auch das erste Mal. Also hier steht X drauf auf dem Ding, das ist also die Exhaust. Richtig. Das tue ich jetzt einfach mal da drüber und lege das einfach mal irgendwie ab. Jetzt kann ich nur hoffen, dass das hier noch passt. Ja, das tut's. Schön. Da gab es ja hier dieses Ding. Das muss also irgendwie so. Die Dinger waren doch so drauf, dann muss dieses Ding so, dann muss das. Dann müssen die so. Ah! Schon wieder der erste Fehler gemacht. Da, da haben wir es. Dann muss nämlich das andere Ding auch gedreht werden. Okay. Ja.
gedreht werden, nämlich so. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Ich versuche halt möglichst alles aus der Logik, aus dem Gedächtnis herauszumachen. Das hat den Vorteil, dass man im Zweifelsfalle möglicherweise die Sachen auch besser versteht. Oder überprüfen kann, ob man sie verstanden hat. Oder wie man es auch immer nennen mag. Genau. So, ich fahre jetzt hier mal probeweise die Einlassnockenwelle rein. So geht's nicht. Dieses Teil muss ich jetzt von der Seite her drauf fädeln. So passen die Löcher und so rostet das Teil hier ein. Ja, die Nockenwellen liegen, aber es ist noch nichts eingestellt, überhaupt nichts. Status quo. Ich habe jetzt also den Zylinder Nummer 1 auf dem oberen Todpunkt und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich stelle erstmal die Nockenwellenräder so ein, dass in, also das Ex und in mit dem Gehäuse fluchtet. So. Ah, Ex tut das noch nicht ganz, ein Zahn weiter. Das sieht gut aus. Jetzt mache ich das gleiche mit innen. Die Strategie ist jetzt die, einfach die Zahnräder erstmal einzustellen. Das Ex genau fluchtet hier mit der Gehäusekante, in genau fluchtet mit der Gehäusekante. So. Und das tut's. Als nächstes stöpsel ich dieses Ding hier wieder ein. Das ist unverdrehbar auf diesem Zahnrad, weil das hier so eine zusätzliche Rastnase hat, aus dem die zwei Löcher fluchten müssen, logischerweise. Und jetzt müssen völlig unabhängig davon die Nockenwellen gedreht werden, wenn das überhaupt geht. In diesem Zustand. Ja, vielleicht geht es auch nicht.
Gut, die Steuerkette ist ja richtig eingelegt, da kann jetzt also nichts passieren. Ich tue also das Zahnrad mal abmachen und drehe das jetzt so, dass ich hier diese berühmte Katzenaugenstellung habe. Jetzt setze das Zahnrad dann wieder rein. Und es flucht jetzt noch nicht ganz mit dem Loch, aber fast. Mein Gedanke ist also der, ich bringe Zylinder Nummer 1 auf den oberen Totpunkt, habe ich gemacht. Dann sorge ich dafür, dass Ex und In, diese beiden Beschriftungen, mit der Gehäusekante fluchten, also genau waagerecht sind. Das habe ich gemacht. Dann hätte ich gerne, dass diese Schraublöcher, womit die Kettenräder an der Nockenwelle festgeschraubt werden, dass die Löcher im Rad mit diesen Befestigungslöchern fluchten. Das tun sie allerdings nicht. Hier fehlt ungefähr ja, ein paar Grad und hier fehlen auch ein paar Grad. So. Und um die paar Grad zu erlangen, müsste ich einfach die Kettenräder so stehen lassen und die Nockenwelle richtig in die richtige Richtung drehen. An die richtige Stelle drehen. Das wäre jetzt laienhaft gesprochen die Strategie, die ich mir vorstelle. In feiner Weise liegen die Nockenwellen relativ gut auf. Das heißt, sie liegen wirklich gut in ihrem Lager drin und sind relativ spannungsfrei. In dem Zustand könnte ich im Prinzip jetzt erstmal die Lagerböcke drauf machen und dann mit montierten Lagerböcken diese paar Grad Verschiebung noch erzeugen und dann die Schraube rein. Das ist so die Idee. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen Denkfehler. Das wäre ja nicht der erste. Also mache ich mal ein bisschen Öl auf die Dinger. Ja, der ist schön runtergezogen mit leichter Handkraft. Jetzt haben wir innen links, das ist also hier.
Jetzt habe ich X rechts, das ist hier. Jetzt sind die Lager unten. Jetzt mache ich da probeweise die ganzen Schrauben hier rein. Mache die Schrauben jetzt alle handfest, damit die Nockenwelle nicht nach oben weg kann oder die Nockenwellen nicht nach oben weg können. Ich müsste jetzt also die Nockenwellen leicht verstellen in Relation zu den Kettenrädern, sodass also die Schraube durch dieses Loch da durchpasst, durch dieses große hier, was auf der rechten Seite zu sehen ist. Das andere ist nur dieses Pendant dieses Haltelochs hier, wo dieser Kommutator da einrastet, den hat die andere Seite ja nicht. Und hier ist also ähnlich, da fehlt auch nicht mehr gar zu viel. Sind also im Prinzip ein paar Grad nur. So, aber leider haben diese Nockenwellen keinen Sechskant. Ich habe schon gesehen, Nockenwellen, es gibt welche, die haben an der Stelle oder sowas, haben sie einen Sechskant, wo man also einen Gabelschlüssel ansetzen kann, um die Nockenwellen zu verdrehen. Das haben die jetzt nicht. Man könnte jetzt hier mit einer Zange packen und da dran rumreißen, aber das gefällt mir nicht. Ich werde es einfach anders machen. Ich werde also die Kurbelwelle leicht verdrehen. Wenn ich die Kurbelwelle verdrehe, drehen sich ja die Kettenräder hier mit. Und ich werde also mit Hilfe der Kurbelwelle, werde also hier unten drehen, an dieser Stelle mit der Schraube, werde also die Kettenräder so einstellen, dass sie mit den Kurbelwellen fluchten und die Kurbelwelle bleibt dann stehen in dem Fall. Und sobald die Löcher passen, mache ich die Schrauben rein. Mal schauen, ob das funktioniert. Und um dies zu tun, filme ich mal hier von der anderen Seite. Ah, jetzt dreht es in die verkehrte Richtung, oder? Nee, der eine kommt gerade, der stimmt jetzt. Der stimmt jetzt. Da kommen die etwas längeren Schrauben rein. Weil da ja noch dieses Kommutatorblech davor ist. Gucken, ob es mir gelingt, die da reinzufummeln, ohne sie ins Gehäuse unten fallen zu lassen. Das wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Ich kann noch ein Stückchen tiefer per Hand erstmal, bevor der falsche Schlüssel greift. Macht die nur handfest. Normalerweise kommt da natürlich Schraubensicherungsmittel zum Einsatz und es kommt natürlich ein Drehmomentschlüssel zum Einsatz, aber ich sage es halt zwischendrin immer noch mal, das ist nur ein Spielzeugmotor, der geht nicht mehr in Betrieb. Nicht, dass die Seiteneinsteiger zu meinen Filmen dann glauben, das wäre so richtig. Nein, das ist so nicht richtig. Wenn man den Motor wieder betreiben wollte, muss man das natürlich richtig machen. Ich mache es jetzt nur so, dass alles zusammenbleibt und nicht mehr auseinanderfällt, wenn ich nachher unter den Tisch rolle. Und dann ist gut damit. So, und jetzt drehe ich das so hin, dass das andere Loch fluchtet. Das ist nämlich jetzt der Fall. Jetzt ist die Nockenwelle eingestellt. Und wenn es nun gelingt, die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn problemlos durchzudrehen, ohne dass es irgendwo kollidiert,
dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, das, was die Kette dann macht, ist jetzt normal da oben. Das tut es immer, wenn der Kettenspanner nicht montiert ist. Aber es lässt sich alles drehen. Es scheint zu funktionieren. Die Steuerzeiten scheinen zu stimmen. Die Kolben stoßen nicht an die Ventile oder umgekehrt. Ja. Dann betrachte ich diesen Punkt Einbau der Nockenwellen auch als erledigt. Fein. Ich baue jetzt mal gerade den Steuerkettenspanner wieder ein. Dafür muss ich ihn aufziehen, sodass ich hier also den Zapfen zurückziehen kann. Ja, leider passt mein Werkzeug, was ich für die CBF-1000 so genau geschnitzt habe, hier nicht so ideal. Gibt es hier in oben und unten? Keine Ahnung. Ich denke, das müsste fast egal sein. Es ist ein bisschen am Bild dran, was ich gerade mache, aber ich denke, es ist zu erkennen. Ich schraube das einfach nur da rein und dann entspanne ich das Ding. Dann kann man das Ding wieder draufschrauben. Und jetzt drückt dieser Dorn wieder gegen diese Schiene da drin und dann sollte die Steuerkette jetzt gespannt sein. Und wenn ich jetzt die Kurbelwelle durchdrehe, dann soll das Geschnackel auch aufhören. Und das tut's auch. Jetzt habe ich hier oben eigentlich nichts mehr zu suchen. Und mache einfach mal den Deckel wieder drauf. Vielleicht soll ich ihn richtig rum drauf. Nämlich so, wie es gedacht ist. Wo sind die Spezialschrauben? Da gab es ja diese Dinger hier. Das sind diese Schrauben, die verhindern durch diesen Kragen, der unten aufsteht, dass der Deckel sich irgendwie verbiegt. Da gibt es für jede Schraube so eine Gummidichtung, so ein Teil, so ein Ring. Suchen und finden, wo die Schraube dann greift. Das heißt, man muss sie genau gerade reinführen. Ich fahre die jetzt einfach schön parallel runter. Ich stopfe jetzt einfach ein bisschen was in die Zündkerzenlöcher rein, damit sich da keine Viecher drin einnisten.
Der Motor sieht zwar jetzt schon wieder ziemlich fertig aus, aber hier liegt trotzdem noch jede Menge Zeug rum. Und hier klafft noch ein derbes Loch, da wo die Kupplung rein muss. Ja, der Motor ist jetzt schon wieder richtig, richtig schwer geworden. Muss man ganz klar sagen. Aber ein paar Kilo kommen da noch dazu. Das ist auch ganz klar. Hier soll also der Kupplungskorb rein. Und ich erinnere mich, dass das ein ziemliches Gease war. Dass man nämlich erst den Kupplungskorb hier reintun muss und dann hier mit dem Zahnrad hier in Eingriff bringen und dann das Lager reinschieben. Bei der Demontage natürlich genau umgekehrt. Aber zum Kupplungskorb möchte ich noch mal was sagen. Nämlich, hallo Kupplungskorb. Was soll man zum Kupplungskorb sonst sagen? Ja. Hört ihr das? Ein Kupplungskorb kann klappern. Und ich werde immer wieder gefragt, warum das so ist. Und ich will jetzt einfach mal versuchen, das zu zeigen. Oder auch vielleicht für mich rauszufinden. So ein Kupplungskorb besteht nämlich aus mehreren Einzelteilen. Und ich denke, er würde in selbige auch zerfallen, wenn man beispielsweise diese drei Nieten ausbohren, ausfräsen oder in irgendeiner Form entfernen würde, was ich natürlich nicht tue. Und hier drin sind Federn. Und man sieht, diese Federn sind in dem Moment, wo sie nicht belastet sind, einfach da drin und wackeln rum. Und man kann sich auch ganz gut vorstellen, wenn der Motor läuft im Leerlauf und da kein Druck oder irgendwas existiert, dass diese Federn rumscheppern können und Geräusche erzeugen können. Und sobald man also anfährt oder sobald Druck auf diesem ganzen System ist, wird ja dieses Zahnrad angetrieben und die Kraft wird über diese Federn, und zwar nur über diese Federn, auf dieses hintere Teil, auf den eigentlichen Korb übergeben. Das heißt, der Korb ist eigentlich gegenüber dem Zahnrad so verschiebbar. Natürlich nicht mit normaler menschlicher Handkraft, aber das dient als Ruckdämpfer. Und in diesem ganz speziellen Fall ist es sogar noch so, dass dieses Zahnrad zweigeteilt ist. Also ein verspanntes Zahnrad im Prinzip. Möglicherweise, wahrscheinlich ist es sogar so, dass die Federn nur den vorderen Teil federnd lagern, sozusagen rotationsfedernd lagern, den hinteren Teil nicht. Aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau und um das rauszufinden, müsste ich möglicherweise den Kupplungskorb zerlegen und mir gucken, anschauen, wo irgendwelche Schlitze sind und was womit im Anschlag steckt. Aber wichtig zu wissen ist ganz einfach, dass es Einzelteile sind, die im Prinzip federnd gegeneinander gelagert sind. Und je nachdem, wie auch vielleicht diese Nieten ausschlagen, könnten im Prinzip der Kupplungskorb gegenüber dem Zahnrad in Vibrationen und Bewegungen verfallen. Unabhängig von den Bewegungen der Federn, auch eine Bewegung des Korbes selbst gegenüber dem Zahnrad. Das Zahnrad ist ja normalerweise im Nadellager relativ fest und der Kupplungskorb könnte sich dann also im Zweifelsfall leicht bewegen. Und das kann klappern. Das haben viele 600er Motoren, diese kleinen 600er Honda Motoren, die haben das oft. Dass der Kupplungskorb klappert, so lange bis man entweder die Kupplung zieht, das heißt das ganze Ding spannt im Prinzip durch das Ziehen der Kupplung oder das halt durch das Anfahrdrehmoment eine Verspannung in diese Richtung sozusagen auftritt. Und dann hört das Klappern auf. So oder so ähnlich ist es. Ja, dies ist zumindest meine vage Vorstellung von der Entstehung des Kupplungskorbklapperns. Obwohl ich zugeben muss, dass ich es ganz genau nicht weiß. Und jetzt bin ich gespannt, wie und ob ich den Kupplungskorb da wieder reinbekomme. Ich mache hier also ein bisschen Öl hier hinten hin. Dann kommt diese Scheibe, diese große Scheibe, die deckt so ein bisschen das Lager ab. Das Lager der Getriebeeingangswelle, die wir ja jetzt schon sehr gut kennen, nachdem der Motor komplett auseinander war. Jetzt versuche ich dieses Rasselchen da mal hinein zu buxieren. Ah,
Ich glaube, ich muss erstmal die Kurbelwelle ein bisschen anders hinstellen, dass ich wenigstens hier vorne an diesem Button da vorbeikomme. Das wird das Erste sein, was ich tun soll. So zum Beispiel. Das hier mit dem Zahnrad in Eingriff gehen. Das ist es jetzt. Okay. Und jetzt sollte es hoffentlich gelingen, möglicherweise dieses Lager hier da hinein zu platzieren. Ich habe so das Gefühl, das ist wieder so eine Aktion, wenn man gerne mal eine Hand mehr hätte. Weil ich mich erinnern kann, dass schon die geringste Verkantung irgendwie das am Laufen verhindert. Ja, aber es will. Ich hätte ja gerne das äußere und das innere Lager zusammen reingedrückt. Aber irgendwie hat es das nicht gewollt. Eben. Ah, sehr schön. Mit der Hand. Und ohne Gewalt, nur mit Rütteln. So habe ich es mir vorgestellt. Jetzt kommt erstmal wieder eine Scheibe. Hier hinten habe ich ja eigentlich schon geölt. Hierauf, auf diese Scheibe, kommt die Rückseite der Kupplungsnarbe. Die Kupplungsnarbe ist ja mit Druckdämpfern versehen und erweist sich sicherlich als praktisch, wenn man dieses ganze System vorher zusammenbaut. Und dann am Stück da hineinsetzt. So nicht, so rum, wenn schon. So und so. Und so. Dann kommt dieses Teil. Und diese Stege müssen dann hier genau in die Mitte. Tun sie natürlich lieber mit ein bisschen Öl an der entsprechenden Stelle. Dann schauen wir mal. Genau. Die Rückseite verschwindet gleich, deshalb öle ich sie noch ein bisschen ein. Scheibe ist vor Ort, dann kommt der ganze Sandwich jetzt hier rein. Jetzt kommt eine Anzahl von Ringen.
Da kommt ein Ring, der kommt so rein. Der kommt mit der scharfen Seite nach außen. Dann kommt ein Ring, der ist egal. Der kommt so rein. Dann kommt ein Ring, da steht Out. Wo Out steht, kommt er nach außen. Wer hätte das gedacht? Und dann kommt eine Mutter drauf. Und normalerweise würde man das natürlich jetzt mit Drehmoment anziehen. Und logischerweise an dieser Stelle wieder verstemmen. Da wo also diese kleine Lücke drin ist, drückt man also dann normalerweise ein Stückchen von dieser Achse da rein. Ich habe es bei der Zerlegung ja bereits gezeigt. Es geht also darum, dass hier so eine kleine Lücke existiert. Und in diese kleine Lücke tut man also von diesem Blech ein Stückchen hier rein börteln. Möglicherweise wäre es sogar diese gleiche Stelle, wenn man die Schraube mit Drehmoment, die Mutter mit Drehmoment anzieht. Hier war es auch so gewesen. Und das ist der Löseschutz, dass es sich nicht aus Versehen löst, ungewollt. Jetzt kommen Teller, Feder und Federsitz rein. Der Federsitz hat eine scharfe Kante, die kommt nach außen, damit sie nicht ins Aluminium sich bohren kann. Der Federsitz kommt mit der in Pfeilrichtung nach innen, also die Wölbung geht nach innen. Die Feder ist im Prinzip so eine Feder halt. Und die Feder sitzt mit ihrer Spitze im Federsitz. Das sitzt also Stahl auf Stahl und nichts auf Aluminium. Keine scharfen Kanten auf Aluminium. Darauf muss man achten, das ist der Sinn dieser ganzen Geschichte. Und dann kommt schon an dieser Stelle die erste Reibscheibe rein. Und diese Reibscheibe sitzt ganz hinten und diese Feder mit ihrem Federsitz sitzt praktisch innen in der Reibscheibe drin. So genau sieht das also aus und so muss es sein. Ja, und jetzt kann man das ganze Paket aus Reibscheiben und Stahlscheiben hier hineinfüttern. Ich habe es also gerade so gelassen, wie es war, in genau der gleichen Reihenfolge. Man kann es einzeln machen oder als Paket versuchen. Ich mache es jetzt mal einzeln. Stahlscheibe greift nach innen Richtung Kupplungsnabe. Reibscheibe nach außen Richtung Kupplungskorb. Das ist immer so. Und wenn man sie nicht verkantet, gehen sie auch immer bis ganz runter. Das ist also die letzte Stahlscheibe, die da hineinkommt. Und das hier ist die letzte Reibscheibe. Und die letzte Reibscheibe, die kommt also nicht so hin wie die anderen Reibscheiben, obwohl sie das auch könnte, in dem Fall. Die kommt um wenige Grade versetzt in ein separates Fach. Dieses Fach endet hier ein bisschen früher. Warum das so ist und ob es was ausmacht, wenn man es nicht so macht, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht erklären, konnte ich mir auch nie erklären, aber es ist halt ganz einfach so gewesen und es ist oftmals so, dass die oberste Reibscheibe ihr eigenes Fach hat. Das sieht dann so aus. Hier sind alle anderen Reibscheiben in diesem Fach, was bis runter geht. Und dieses Fach, das endet hier. Kurz hinter meinem Finger, hier endet es. Und da passen auch keine mehr als diese eine Scheibe da rein, weil das hier der Schlitz nicht tief genug ist. Und da kommt die oberste Reibscheibe rein. Und wenn man das alles hat, kommt hier in die Mitte der Pinöckel, auf den die Kupplungsdruckstange von der anderen Seite her drückt. Dann kann man das Ganze noch ein bisschen ölen, wenn man mag. Dann kommt die Kupplungsdruckplatte, dieses Ding, dahin. Und dieser Pinöckel sitzt mit seinem Kragen dann genau hier in diesem Lager drin hier. Aber das habe ich ja auch schon 100 Mal gezeigt.
Und jetzt kommen die Federn. Manchmal sind es 5, hier sind es 6. Ist ja auch ein starker Motor, kriegt ein paar Federn mehr. Dann gibt es hier diese Schrauben mit der unverlierbaren Unterlegscheibe. Unter leichtem Druck lassen sie sich ganz gut ansetzen, diese Schrauben. Und ich habe es schon mal gesagt und ich sage es nochmal, weil ihr vielleicht nicht jeder jeden Film schaut. Man zentriert das jetzt hier und dann werden die Schrauben bis zum Anschlag gezogen, bis zum Anschlag, bis es nicht mehr weitergeht und dann mit Drehmoment angezogen. Irgendeiner in irgendeinem Forum kam man auf die Idee, seine Kupplung dadurch einstellen zu wollen, dass er die Schrauben nicht ganz reingedreht hat, sondern die irgendwo auf halbem Weg ließ. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Jetzt kann man es auch durchaus wagen, es mit dem Akkuschrauber zu machen, das ist mir ewig beschäftigt. Ja, also Drehmomentbegrenzung. Das langt für einen Spielzeugmotor, soll ja nur nicht auseinanderfallen. Aber auch im richtigen Leben kriegen diese Schrauben gar nicht so viel Drehmoment. Ich glaube, es ist 8 oder 10 Newtonmeter maximal. Also das ist nicht so viel an dieser Stelle. Und jetzt kann auch der Kupplungsdeckel schon wieder drauf. Normalerweise würde man natürlich jetzt eine flüssige Dichtmasse hier auftragen. Honda Bond Coril oder was auch immer. Da gibt es die verschiedensten Namen für ein und dasselbe Zeug. Auch alles mehr oder weniger gut. Ja, was heißt mehr oder weniger gut? Es ist meistens relativ gleichwertig. So, auch dieser Deckel muss jetzt nicht mehr offen sein. Hier ist noch die Dichtung dran. Ich habe jetzt noch nicht keine Lust gehabt, die abzupopeln. Ich muss zugeben, ich habe immer noch keine. Also lasse ich sie einfach dran. An diese Stelle kommt also das Polrad mit dem Anlasserfreilauf. Und da gibt es hier diesen kleinen Verdrehschutz, diesen Kamerad, wo wir uns schon mal über den Namen Gedanken gemacht haben, wie man das Ding wohl nennt. Passstift heißt das auch irgendwie. In dem Fall macht es vielleicht Sinn, die Zentrale mal leicht zu tappen. Und hier war noch ein Zahnrad, welches in Angriff war. Hier wäre normalerweise noch ein Zahnrad und hier sitzt normalerweise dann, kann man es aber sehen, ja. Hier wäre noch ein Zahnrad und hier sitzt normalerweise dann der Anlasser von der anderen Seite drin, den habe ich allerdings nicht. Hier kann dann auch der Deckel drauf, das sieht schlimm aus. Der hat sehr gelitten. Bei dem Unfall, welcher dem Motor hier diese Halterung gekostet hat. Ja, jetzt müsste ich ihn mal umlegen, dass ich die Ölwanne drauf machen kann.
Das hat er natürlich schon wieder Maximalgewicht fast. Jetzt kommen hier ein paar Ölleitungen rein. O-Ring. O-Ring. Ölleitung von da nach da. So. O-Ring. O-Ring. Ölleitung von da nach da. Na, wer erinnert sich noch, wofür diese Ölleitung war? Fürs Getriebe, genau. Nicht etwa für die Nockenwelle oben. Die Nockenwelle kommt ja direkt über eines der Kurbelwellenlager. Wird die versorgt. Das ist hier fürs Getriebe. Dann kommt hier der Abfluss, der Öldruckregler. Hier kommt der Schnorchel hin. Ja, fertig. Jetzt kann die Ölwanne wieder dran. Die hat keine Passstifte oder sowas. Das haben Ölwannen in der Regel nicht. So, jetzt würde ich ihn gerne auf seine eigenen Füße stellen. Das ist irgendwie echt ein Riesenvieh, Mensch. Wahnsinn. Krasses Teil. So, jetzt möchte ich einfach mal dieses Ding hier wieder anbringen. Da ist nämlich ein O-Ring, genau. Dieser O-Ring dichtet hier ab. Dieses Ding kommt einfach so hier rein und hier ist dann die Unterlegscheibe da drin. Das ist auch ganz wichtig. War das. Dann gab es hier noch ein Schläuchchen. Das Schläuchchen war hier dran. Von da nach da. Dieses Ding habe ich verkauft, weil da ist jemandem dieser Nippel abgebrochen. Deshalb habe ich ihm das Ding gegeben. Und einen Passstift habe ich noch übrig. Den habe ich irgendwo vergessen. Wahrscheinlich im Kupplungsdeckel. Aber deshalb mache ich den Kupplungsdeckel jetzt nicht mehr auf. Ich tue das jetzt alles in Kästchen und weiß dann, dass das zu dem Motor gehört. Das Kästchen tue ich da rein, mache ein bisschen Klebeband drüber oder einen Kabelbinder und dann ist es aufgeräumt. Ja, der CB1300 Motor, er ist wieder am Stück, es ist vollbracht. Es hat Spaß gemacht, ich habe viel dabei gelernt. Doch, und ich hoffe, euch haben die Filme gefallen. Jetzt wandert er da runter auf dieses Rollbrett, da wo jahrelang mein CBF1000 Motor gestanden hat. Mein anderer Spielzeugmotor, den habe ich nicht mehr. Den habe ich nämlich meinem Nachbarn vermacht. Ja. Meinem Nachbarn. Nicht der direkte Nachbar, sondern ein paar Häuser weiter. Der fährt eine BMW, der ist auch so Motorradverrückt und er ist Schrauberverrückt und er ist Rechtsanwalt. Ein schrauberverrückter Rechtsanwalt, der mir meinen Motor abgeschwätzt hat. Könnt ihr euch das vorstellen? So was soll es geben. Aber ich finde es gut. Man kann nicht immer nur mit dem Kopf arbeiten, man muss auch irgendwann mit was mit den Fingern tun. Und das hat der Herr Anwalt wohl auch so gesehen. Also, da kommt er hin. Und ich sage, bis demnächst bei Zams Channel.